Liebe Freunde, wir freuen uns riesig, dass heute hier so viele Menschen zusammengekommen sind auf diesem geschichtsträchtigen Platz, um sich auf Gemeinsamkeiten zu besinnen und um Einigkeit zu demonstrieren. Deine Gesundheit, meine Gesundheit. Wir sind eine Menschheitsfamilie und uns verbindet nicht nur dieser wunderschöne Planet, sondern auch ein kollektives Bewusstsein. Als Kollektiv haben wir uns heute hier zusammengefunden, um ein Zeichen zu setzen für die Freiheit und für Eigenverantwortung. Wir laden euch ein, nicht blind zu glauben, was ihr hier von uns oder anderswo zu hören bekommt, sondern es kritisch für euch zu hinterfragen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Aufklärungsarbeit zu leisten und der Salzburger Bevölkerung ehrliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Unter anderem informieren wir darüber, dass die Ministerialrätin Magister Monika Donner im März 2020 eine strategische Analyse zur Corona-Situation in Österreich vorgenommen hat. Aus dieser Analyse geht hervor, dass das Coronavirus als eine schwere Grippe ohne besondere Gefahrenlage für Österreich einstuft. Also an genau jene Institutionen, welche die letzten Monate durch einseitige Berichterstattung und das Ignorieren von regierungskritischen Expertenmeinungen aufgefallen sind. Hier am Residenzplatz wurden vor 82 Jahren systemkritische Meinungen durch das NS-Regime als gefährlich eingestuftes Wissen von den Faschisten verbrannt. Heute werden namhafte Wissenschaftler ihre Arbeiten und daraus resultierende Daten sowie Kritik am Umgang mit der derzeitigen Situation im großen Umfang zensiert, im Internet verbannt und gesperrt. Zuerst der Verein meinen Dank dafür aussprechen, dass ich hier heute reden darf, und euch möchte ich danken fürs Kommen. Bitte kommt weiter noch vor, die Abstandsregel ist nicht so heftig zu interpretieren, dass man gleich 10 Meter Abstand lassen muss. Dann hört ihr auch mehr und da wird es einiges zu hören geben. Mein Name ist Ferdinand Hofer, ich bin Salzburger, 40 Jahre alt, bin Familienvater eines halbkubanischen Sohns. Einige Stationen aus meinem Lebenslauf, ich glaube, das ist heute immer wichtig, weil man sagt immer, ja, wer sagt denn das? Und genau das erzähle ich euch jetzt. Ich habe Matura gemacht in Gleisheim, bin Auslandszivildiener in Nicaragua gewesen, war später in der österreichischen Botschaft Mitarbeiter im Office of Science and Technology in Washington DC. Ich weiß, dass die Ausführungen und meine Position hier durchaus auch meinen Lehrvertrag gefährden werden. Aber wisst ihr was? Es ist mir ganz egal. Bravo! Denn wenn das... Ich bin im Übrigen ein Lehrer mit jeweils einjährig verlängerten Lehrverträgen. Das heißt, ich kann nächstes Jahr vielleicht nicht mehr unterrichten. Aber eines kann ich euch sagen. Wenn ich nicht mehr unterrichten darf, dann ist das kein Problem für mich, denn dann ist das nicht mehr mein Beruf. Ich bin Lehrer, ich bin nicht Kerkermeister. Bevor noch mehr Schaden an der österreichischen Bevölkerung entsteht, jetzt ist noch Zeit dazu. Treten Sie zurück, räumen Sie Ihren Sessel. Als sogenannter schützungswürdiger Mensch, rechtskundiger, schützungswürdiger Mensch, denn ich befinde mich im 76. Lebensjahr. Ich gehöre also besonders geschützt. Und all diese Maßnahmen, die hier abgestattet, durchzogen werden, werden auch zu meinem Schutze durchgezogen. Ich schildere Ihnen kurz, ich gehe dann noch ganz kurz auf die Grund- und Freiheitsrechte ein und gehe auch auf meine praktische Erfahrung ein. Mich interessiert immer der ganze Mensch und habe viele Menschen in der Natur getroffen, auf dem Berg getroffen, bei Wanderungen getroffen, die alleine unterwegs waren mit Schutzmaske.
Ich habe mit den Leuten gesprochen. Es war entsetzlich. Die Antwort war, ich habe Angst. Schreckliche Angst. Und am besten finde ich, wenn ich 12 Stunden den ganzen Tag die Maske trage, dann bin ich am besten geschützt und kann andere auch auf diese Weise am besten schützen. Ich sah es sowohl als Lehrer als auch als Richter und dann als Vater an, die Kinder zu mündigen, selbstbewussten, eigenverantwortlichen Menschen zu erziehen. Und zwar zu kritischen Menschen. Und was heute mit uns geschieht, sind die Mainstream-Medien, die sind gleichgeschaltet. Es gibt keine freie Meinungsäußerung mehr. Dazu fahren, das Schüren von Furcht und Angst. Furcht und Angst fahren das Immunsystem herunter. Das ist offenbar gewollt. Wir werden ja 100.000 Tote zu beklagen haben und jede Familie wird einen Toten zu beklagen haben. Wir schießen aufs, wie von der Regierung anfänglich gesagt wurde. Wir schießen sozusagen auf Virusspatzen mit Kanonen. Und das immer wieder. Im Sport tätig. Liebe Mitmenschen, es ist Zeit, Zeit aufzustehen, Zeit, das Schweigen zu beenden. Für unsere Kinder, für unsere Alten, für die Armen, für alle, die gerade ihren Job verlieren und vor allem für unsere Zukunft. Den ersten Lockdown, ohne nachzufragen, mitgemacht. Aber schon nach ein paar Tagen wurde mir bewusst, da stimmt was nicht. Wenn wir eine Pandemie haben, dann müssten doch Leute sterben, was zurzeit im Großteil der österreichischen Bevölkerung los ist. Die Regierung schürt jeden Tag Angst und Panik über die Medien. Und leider spielen diese Hauptmedien auch noch mit bei der ganzen Geschichte. Da meine Freunde wissen, dass ich sehr engagiert bin zu diesem Thema, werden mir mittlerweile auch sehr viele Fälle zugetragen. Ein ganz schockierender Fall ist ein 7-jähriger Junge, der in Wien im 10. Bezirk zur Schule geht und der wurde bereits in der ersten Schulwoche als Maskenpolizist eingeteilt. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hat es mir die Sprache verschlagen. Nicht nur, dass unsere Kinder bereits zu Denunzianten erzogen werden. Funktioniert das? Hören mich alle? Hallo Salzburg! Also ich möchte mal ganz ein großes Danke sagen zu der Musik, die da oben steht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was die für eine Stimmung reinbringen und für Energie, ganz toll. Und ich glaube, dass die Zeiten nicht nur schlecht sind, sondern wir haben auch gute Zeiten und das zeigen sie uns mit solchen Liedern. Vielen Dank dafür. Ich habe Angst um meine 13-jährige Tochter. Ich habe Angst, dass sie irgendwann nicht mehr öffentlich aussprechen kann, was sie sich denkt. Ich habe Angst, dass man ihr Grund- und Freiheitsrechte raubt. Und ich habe Angst, dass sie mich irgendwann einmal fragen wird, Papa, was hast du gegen diesen ganzen Wahnsinn unternommen? Und Leute, bitte entschuldigt meine Ausdrucksweise, sie passt eigentlich nicht zu mir. Ich habe eine verdammte Scheißangst, sagen zu müssen, gar nichts. Also viele von euch werden wissen, was so ein Krisenmanagement ist oder beziehungsweise auslöst. Für Krisenmanagement, damit es einberufen wird, brauche ich eine Extremsituation, die zum Beispiel für Unternehmen existenzbedrohlich ist. Was viele von euch nicht wissen, es gibt eine Stufe davor, das nennt man das Notfallmanagement. Und ich werde euch mal erklären, wie so ein Notfallmanagement aufgebaut ist. Ich verspreche euch aber, das dauert noch ganz, ganz kurz, eine große Krise abzuwenden. Und glaubt's mir, das ist völlig absurd. Stellt euch einmal vor, um einen Vergleich zu schaffen, ich würde als Risikomanager in ein Unternehmen reingehen.
Und dann stelle ich fest, okay, du hast eine Riesengefahr, Bombendrohung. Und dann gehe ich zu dem Geschäftsführer und sage, hey, du hast eine Bombendrohung, die Gefahr könnte bei dir sein, weißt du, was wir machen? Ich habe eine super Maßnahme. Wir jagen deine ganze Bude in die Luft. Was glaubst du, was dann passieren wird? Leute, was wird da passieren? Der Geschäftsführer würde mich schnappen und hochkant aus dem Fenster rausschmeißen. Und das zu Recht. Anmache ich sehe nur Politiker, die über die Schäden sprechen, die sie selbst angestellt haben. Sich im Schadensfall nicht wundern, wenn es sich vom Strafgerecht wiederfindet. Warum gilt es eigentlich nur für Unternehmen und nicht auch für Politiker? Die Antwort auf diese Fragen wird es schwer, geeignete Maßnahmen zu definieren. Meine persönliche Meinung ist, dass genau hier der Fehler begraben liegt. Man hat verabsäumt, verifizierte Informationen als Grundlage für Maßnahmen zu verwenden und sich ausschließlich auf die Infektionszahlen verlassen. Danke, dass alle gekommen sind. Es sind wirklich viele Leute da und ich freue mich wirklich, dass viele Leute gekommen sind. Ich möchte mich bedanken bei der Polizei. Danke, dass ihr da seid. Und ich sage euch, genug von euch haben wir schon geschrieben. Und ich weiß, dass euch das auch nicht so schmeckt. Und ich weiß, dass ihr das nicht machen müsst. Und ihr macht es aber, weil es euch angeschafft wird. Danke an die Polizei. Auch die vierte Gewalt in unserem Staat, der Presse, möchte ich danken für diese relativ gute Berichterstattung. Und ich würde euch bitten, ein bisschen weniger eskalieren. Dann tat es uns alle einen Gefallen. Danke. Von uns Codes ändern und jeder von uns muss das ändern. Wie ich mein Video aufgenommen habe, wie ich die Demokratie beerdigt habe, das habe ich am Kommunalfriedhof gemacht. Und da ist ganz hinten so ein riesiges Monument, das ist richtig groß. Da stehen ganz viele Namen oben. Und ich bin von dem Ding gestanden und es ist mir fast ein bisschen schlecht geworden. Weil ich habe dort gesehen, dieses riesige Ding mit diesen ganzen Namen von lauter Leid, die irgendwann einmal gefallen sind für uns und denselben Mechanismus schon einmal gehabt haben, den wir jetzt wieder machen. Das ist unser Zeichen, denn wir gehören zusammen und unsere Hände sind nicht gefesselt. Wir sind frei. Danke. Rief, Punkt 11 Uhr muss jetzt Sperrstund sein, sonst nimmst den Virus du mit heim. Auch in den Schulen ist er gerne, drum seht euch da nur aus der Ferne. So haltet still, springt nicht herum, sonst hat er euch, das wäre doch dumm. Im Kinderfernsehen geht's auch rund, da gibt es Comics, impfen gesund. Manipuliert werden's unsere Kleinen, das ist doch alles nur zum Weinen.